Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide vom World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg kritischer Kleintiere, oder genauer gesagt hier um die Übelklaue, welche sich im Gebiet Argus befindet bei 5164 und zwar hier im Teilgebiet Krokun. Und ja, das Team und Gegner zu besiegen sieht wie folgt aus: Sie nehmen irgendeine Kakerlake mit Kratzenzischen und Schwarm, dann ein Beuteldachsjunges mit Biss, hier halt einfach wirklich ein Pet mitnehmen mit der Attacke Biss. Und an der ersten Stelle halt ein Pet mitnehmen, das den Gegner verlangsamen kann und zudem so eine Attacke hat wie Schwarm. Ich empfehle halt hier so eine Kakerlake mitzunehmen, weil die halt relativ gute Gesundheitswerte haben. Das Wichtige ist halt einfach nur, dass alle Pets, sage ich mal, schneller sind als 288. Damit ist man halt einfach schneller als der Gegner, wenn der hier mit Zischen attackiert wurde. Also eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gegner besiegen zu können. Es ist leider nicht alles immer hundertprozentig, weil es kann sein, dass der Gegner halt euch zwei, dreimal trifft, zu Beginn vor allem, oder halt irgendwie im Laufe des Kampfes könnte es teilweise auch so sein. Also es ist halt immer so eine Glückssache, ob man halt jetzt zweimal oder dreimal getroffen wird oder halt einfach gecrittet wird. Aber trotzdem wollte ich halt einfach ja, verschiedene Pets zeigen, die hier möglich sind. Natürlich eben solche Schwarmpets sind sehr gut, solche Stampede-Pets sind gut und halt einfach in der Kombination mit einer Bissattacke ist das halt einfach fast unschlagbar, aber eben nur fast, sage ich mal. Es ist halt einfach wichtig, eben zu Beginn jetzt so eine Kakerlake mitzunehmen, oder man könnte auch so eine Heuschrecke oder ein Grashüpfer, sage ich mal, hier mitzunehmen mit Kreischen und Schwarm. Hier ist halt einfach das Problem wegen der Gesundheit, weil teilweise muss man wirklich zu Beginn ein wenig hoffen, dass der Gegner euch nicht gerade umhaut. Halt einfach eben hier mit so einer Attacke mit Zischen und Schwarm arbeiten. Dann könnte ich eben ein zweites Pet empfehlen, was im zweiten Slot eben hier mit Biss. Da kann man zum Beispiel ja solche Stachelratten auch empfehlen, also halt eben solche Pets, die halt eben hier Biss einsetzen können. Hier ebenfalls. Grundsätzlich das Tempo an dieser Stelle ist nicht unbedingt relevant, aber es kann natürlich sein, weil falls man langsamer ist als der Gegner, halt eben wieder das Problem besteht, dass der Schlaghagel einmal mehr trifft, und das wollen wir eben teilweise auch verhindern. Meistens ist es so, wenn alles perfekt läuft, brauchen wir nur die Kakerlake einzusetzen mit Zischen und Schwarm. Und dann Beuteldachsjunges mit zweimal Biss und dann ist der Gegner getötet. Aber an der zweiten Stelle könnte man grundsätzlich auch mit Hasen arbeiten. Da halt einfach mit Kratzen und Stampede. Da halt ein wenig schauen. Falls ihr seht, okay, die zerschmetterte Verteidigung ist noch zwei Runden auf dem Gegner. Da könnt ihr zuerst einmal Kratzen einsetzen und dann mit die Stampede durchlaufen lassen. Aber wenn nur noch eine Runde da ist, dann lieber gleich Stampede einsetzen. Es ist so eine Glückssache teilweise eben, ob jetzt der Gegner halt gleich zu Beginn immer zwei oder einmal trifft. Also eben, es ist halt leider eine reine Glückssache, dieser Kampf. Aber trotzdem wollte ich halt einfach aufzeigen, okay, der Gegner ist eigentlich mit relativ einfachen Pets zu besiegen. Hier einfach zu Beginn einfach mal Zischen einsetzen. Also sozusagen eine kleine Zusammenfassung, halt alle Pets am besten mitnehmen, die schneller sind als 289 oder 288. Und danach halt einfach solche Pets mitnehmen, die auch die Attacke Schwarm haben. Hier einfach durchlaufen lassen, da sollten eigentlich alle Durchgänge durchgehen von der ersten Schwarmattacke. Auch wenn ich jetzt gecrittet habe, das ist jetzt nicht allzu relevant gewesen. Jetzt ist es halt einfach so, wenn jetzt zum Beispiel hier der Gegner mich jetzt zweimal trifft mit dem Schlaghagel jetzt dann gleich, dann werde ich meistens sterben. Das ist halt leider bei diesem ja, Gesundheitsbreed der Fall, dass es halt immer wieder passieren kann. Da ist vielleicht die andere Taktik ein bisschen besser, wenn man mit dem Hasen als zweites kommt. Aber trotzdem sollte es irgendwie noch aufgehen, auch mit dieser Variante. Aber eben, es ist halt leider teilweise wirklich eine reine Glückssache. Hier halt einfach Zischen einsetzen wieder. Jetzt wurde ich getötet. Ist jetzt nicht unbedingt tragisch, aber falls ihr das überlebt hättet, hättet ihr noch einmal Schwarm einsetzen können. Dann wäre nämlich hier zwei Runden auf zerschmetterter Verteidigung natürlich drauf. Wenn das jetzt hier der Fall ist, dann am besten hier so einen Hasen in den Kampf schicken. Und der setzt jetzt halt einfach nur noch Stampede ein, bis er sozusagen getötet wird.
Also es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal, um den Gegner besiegen zu können. Es ist halt leider nicht immer hundertprozentig, eben wegen den verschiedenen Möglichkeiten, ob er jetzt hier zwei oder dreimal trifft oder eben, weil da er ja sowieso langsamer ist an dieser Stelle noch, ist es halt einfach so, dass er eben teilweise nur zwei oder einmal trifft. Also es ist halt wirklich eine reine Glückssache an dieser Stelle, aber trotzdem sollte es eigentlich möglich sein, mit dieser Art von Pets halt den Gegner besiegen zu können. Und ja, eigentlich wäre der normale Ablauf gewesen hier, zuerst einmal mit der Kakerlake, eben wie erwähnt zu Beginn, Zischen, Schwarm, Zischen und Schwarm. Dann eben hier das Pet mit der Attacke Biss in den Kampf schicken und zweimal Biss einsetzen und dann ist der Gegner eigentlich meistens immer tot. Aber eben, falls es jetzt so abläuft wie bei mir, dann halt einfach so arbeiten etwa, wie ich jetzt halt einfach gemacht habe, damit man den Gegner trotzdem noch irgendwie besiegen kann. Aber eben, es ist teilweise wirklich eine Glückssache, ob man jetzt den Gegner mit zwei Pets besiegen kann oder halt noch ein drittes benötigt. Und ja, es tut mir leid eben für so eine komische Taktik, aber es ist halt einfach nicht anders irgendwie möglich. Und ja, das war's dann für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.